Salim Samatu! Hamza Raya, das ist doch wundervoll. Riesenapplaus. Bester Mann, hammergeil. Endlich kann ich Moonwalk machen, endlich. Mein ganzes Leben habe ich davon geträumt. Vielen, vielen Dank, Leute. Ich bin so froh, hier zu sein. Wirklich, für mich geht es aus dem Kindheitstraum in Erfüllung. Weil ich bin noch nie früher, immer wenn ich in Zürich war, bin ich noch nie in diesen Club reingekommen. Wirklich. Ich wurde immer gedisst, weil ich bin natürlich nicht so reingegangen, of course. Ich hatte nur so eine weiße Badehose an, wirklich, Leute. Meine feinstes Axel-Shirt ausgepackt. Was ich hier erst gelernt habe, schon seit gestern hier, stimmt das? Wer hier drin hat in der Schweiz Bundeswehrdienst gemacht? Wer hat hier Militärdienst gemacht? Applaus. Kurze Frage, stimmt das, dass ihr mit den Waffen wieder nach Hause gehen könnt? No way! Jetzt weiß ich, warum ihr immer Volksabstimmungen macht, Alter. Ihr scheißt euch in die Hosen, wenn ihr was Falsches macht, Alter. Jetzt macht das Sinn. Hier, selbst bei Massentierhaltung. Die überlegen hier, ob die jetzt Massentierhaltung machen sollen. Der Politiker jedes Mal, machen wir lieber eine Volksabstimmung, oder? Warum? Wir können es einfach verabschieden. Dann steht ihr direkt alle da. Ey, du Wichser, mach das Gesetz weg, du Penner. Sonst knallen wir dich ab, du blöder Wichser. Los geht's, raus mit dir, du Penner. Hammergeil, ihr seid Legenden, Alter. Kein Wunder, die haben hier Respekt. Und habe ich denen auch gefragt, das ist der Grund, warum ihr Volksabstimmungen macht, weil jeder hier eine Waffe hat. Der Politiker so, das ist ein Grund. Und der andere Grund ist, hier wohnen sehr viele Albaner, die brauchen keine Waffen. Die kommen direkt und ficken dich vorne hin. Ihr seid richtige Legenden, Leute, wirklich, das ist. Bei uns in Deutschland ist komplett Armageddon, Leute, wirklich. Die werden gewählt. Hey, ich kann nichts mehr bezahlen. Du musst einfach aufhören zu duschen. Sei obdachlos, du Penner. Los geht's. Reib dich mit Scheiße ein, das ist kein Problem. Und hier fragen die wegen Rindern. Hey, sollen wir die Rinder zusammenfärben? Machen wir lieber eine Volksabstimmung. Los geht's. Sonst kommt der Junge hier mit zwei Uzzis und knallt uns ab, Alter. Weil das Steak nicht mehr so gut schmeckt, ne? Werdet ihr sofort abgeknallt. Ihr seid richtige Legenden. Ich glaube, ich zieh her, Leute, wirklich. Das ist der Hammer. Und was ich auch nicht checke, ich schwöre, ich muss herziehen. Ihr seid Legenden. Wirklich. Bei uns, Inflation ist out of control, Leute. Wirklich. Es war richtig krass bei uns, die Inflation, Leute. Wirklich. Ich komme hier hin, kaufe eine Banane, wollte noch eine nachkaufen, hat nicht mehr gereicht, Leute. Ich musste Kredit aufnehmen bei uns, wirklich. Bei uns ist komplett Monopoly-Dollar. Und hier in der Schweiz, ihr habt keine Inflation, Leute. Nur so ein paar Promille. Und zuerst habe ich mich voll gefreut für euch, bis ich gecheckt habe, dass doch eh alles vorher schon bei euch todesteuer war. Ihr habt so diese Knautschzone des Grauens. Sobald etwas zu teuer ist, kauft ihr es aus Deutschland und könnt es zum selben Preis nochmal verkaufen, Leute, wirklich. Ihr seid absolute Legenden. Macht da sogar noch Gewinn drauf, ne, wirklich. Der Abs. Und wenn es nicht passt, Volksabstimmung, los geht's, ne, Hammer. Ich könnte Politiker werden, er kann auch Politiker werden, wirklich. Wie jede Entscheidung, macht seine Volksabstimmung, oder? Los geht's. Sonst knallen die uns ab, die Penner, ne, wirklich. Erstmal alle Türken klatschen. Sehr gut. Oh, herzlichsten Dank an alle Türken hier, dass ihr eure Währung so zerstört habt, Alter. Das ist so geil. Ihr müsst dort jetzt Urlaub machen, Leute. Wirklich. Weil die türkische Lira ist nichts mehr wert, Leute. Wirklich. Das ist komplett Teletubby-Dollar. Wirklich. Für 1 Franken könnt ihr die ganze Türkei 2 Mark kaufen, Leute. Wirklich. Das ist der Hammer. Ich war wirklich mit einem Krabben dort, kam direkt der türkische Wirtschaftsminister, der so, danke, Abe. Du bist unser Hauptinvestor. Abe. Wisst ihr, woran ich gemerkt habe, wie reich ich dort bin, wirklich? Ich war nämlich dort bei Nusret. Kennt ihr den alle? Ihr kennt alle Nusret, Salt Bay mit der Sonnenbrille, der immer sein Steak mit Blattgold ummantelt. Weil wir alle wissen, Blattgold schmeckt übertrieben geil. Noch ein bisschen Aluminium rein, ein bisschen Kupfer, 2 Mal falten, hast du ein Bio-iPhone. Ne, los geht's. Selfie, los geht's. Ne? Und normalerweise ist Nusret übertrieben teuer, aber dadurch, dass in der Türkei die Währung am Arsch ist, konnte ich draufhauen, Leute, wirklich. Ich habe alles bestellt, Nusret VIP-Paket, wirklich. Der Typ hat mich am Hotel abgeholt, Huckepack getragen, wirklich. Hat mich hingelegt, oberkörperfrei, hat das Essen auf meinen Nippeln positioniert, hat mich mit seinem Mund gefüttert. 17 Steaks mit dem Mund gefüttert, Gesamtrechnung 3,50 Franken, Leute. Das. Danke an den Türken, du bist der Beste. Bester Mann. Du bist der Beste, Alter, wirklich. Bester Mann, Alter, wirklich. Ich liebe es dort. Und dann habe ich dem Wechselgeld mit Krabben so bezahlt. Na, ich so, hier, nimm das, du Penner. Für die restlichen 5 Krabben trägst du mich zurück ins Hotel. Hat er mich zurückgetragen. Zugedeckt, der Hammer, Alter.
Das Problem ist nur, wenn du hierher zurückkommst, fühlst du dich wieder so richtig arm, wirklich. Dort kannst du mit einem Krabben alles kaufen und hier tust du tanken und denkst, das ist Photoshop, wirklich. Ich dachte, das wäre Photoshop. Ich so, ey, Tankanzeige ist kaputt. Die so, nein, das ist richtig. Und ich so, nein, Alter. Dafür hätte mich Nusret 3 Wochen lang gebadet, Alter. Mann. Nicht mit Salz eingerieben, gefüttert, Alter. Das wäre der Hammer gewesen. Deswegen, das Einzige, wo ihr euch noch reicher fühlt, ist in Bangladesch, Leute. Wenn ihr da hinfliegt, das ist das ärmste, ich weiß nicht, was es ist, ärmste Land der Welt, wirklich. Selbst der Flug dorthin war der billigste meines Lebens, wirklich. Es war Bangladesch Air, Leute, wirklich. Billigste Airline der Welt. Die Stewardessen haben mich nach Essen gefragt. Es war Katastrophe. Wirklich. Hey, Bro, come on. Hey, Leute, komm. Dine Mütter, hier, Dine Mütter. Dine Mütter. Wow! Yeah. Bester Mann. Ah. Halbe Stunde lang mache ich sämtliche Witze. Ein Witz über Armut. Sehr gut, ja. Scheiß auf die... Der ist der beste Typ. Was bist du, ein Landsmann bist du? Bosnier, sehr gut, Leute. Der Bosnier hat Geschmack, Alter, wirklich. Ich mach Witze über Schweizer, Liechtenstein, he doesn't give a fuck. Ein Witz über die ärmsten Menschen, bam, jawohl. Das ist mein Humor, Junge. Geiler Typ, Alter, du bist der Beste. Okay, dann gebe ich noch 3 weitere Witze, nur weil er es will, wirklich. Wie billig ist die Airline, fragst du, Bosnier, wirklich? Die offizielle Pilotenansage ging so. Hello, Ende. Das war's, Leute. Katastrophe. Katastrophe. Das war wirklich extra billig. Wirklich. Und danach kam der Pilot raus und hat Rosen verkauft. Ne? Der war so hier, blablabla. Bitte, bitte. Wirklich, Leute. Ich habe auch noch Flugangst, wirklich. Ich habe Flugangst. Ich saß so am Fenster, wollte die Turbine im Auge behalten. Da waren gar keine Turbinen, da waren nur so 3 Bangladeschis, die haben so gemacht. Das war's. We believe we can fly. Das war Katastrophe. Dann sind wir mal ehrlich. Deutsch, Schweizerdeutsch ist Weltsprache. Denn egal, wo ihr Urlaub macht, Deutsche sind überall, Leute, wirklich. Egal wann, egal wo, Alter. Ihr könnt auf den entlegensten Berg der Welt klettern. Ihr klettert und klettert 3 Tage lang, 5 Minuten an der Spitze und dann hört ihr, Herbert, hast du die Maultaschen dabei? Halt doch dein Maul, Alter. Verpiss dich doch, Alter. Und wisst ihr, wo das komplett nicht so ist? In Japan, Leute. Wer drinnen war schon mal in Japan? In Japan, die Toiletten dort sind legendär. Da gibt's kein Toilettenpapier, Leute, wirklich. Die glauben da nicht dran. Du drückst nur auf so einen Knopf, dann kommt direkt so ein Tanz, so ein Regentanz, so ein dom da da dom 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 dom. Einfach Aquaknarre in your ass. Das war's. Mehr ist das nicht. Wirklich. Du guckst so in die Toilette, du siehst so Shiggy und Shillock, die so tuff, tuff, los geht's. Ist komplett, die stehen da, geh weiter, wir brauchen noch 3 Ärsche, dann sind wir Tour-Talk. Ihr habt's hier zuerst gehört, nächste Woche mache ich She, Her, LGBTQ, mein Instagram. Ihr wisst warum, Leute, wirklich. Am Anfang ist es schon geil, aber dann wird man schwul und dann noch weiter, los geht's. Oh, voll geil, voll geil. Mein Gott, sorry. Best, ach, hört doch auf. Das ist für dich zurück, beste Frau aller Zeiten, wirklich. Ich war viel zu lange da drauf, Leute, wirklich, ich glaube. Diese Duschen waren der Hammer, Leute, wirklich. Ich bin jedes Mal da drauf gegangen. Wann kommst du endlich raus? Niemals werde ich hier rauskommen, niemals. Das ist sowas von geil, ne? Das war der Hammer. Auf jeden Fall habe ich dann irgendwann den Japaner gefragt. Ich so, ey, Bro, schön und gut, dieses Dom, 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 das ist der Hammer. Aber warum habt ihr kein Toilettenpapier? Der Japaner ist ausgerastet. Da hat direkt so ein Schwert geholt, sich erschossen, Kamikaze wollte der machen. Weil er gesagt hat, ihr scheiß Europäer, mit eurem Toilettenpapier tötet jedes Jahr 1 Million Bäume an eurem Arsch vorbei ins Klo. Ihr seid eine Schande für die Menschheit. Ne, sofort. Hat er so gelbe Haare gekriegt, sofort. Er so, hat hier so einen Schwanz bekommen, wurde zum Riesenaffen, hat direkt mich geschlagen. Ne, das war krass. Das ist richtig rassistischer Scheiß, Leute. Wirklich, das ist unfassbar. Auf jeden Fall, der hat direkt seinen Pokéball aufgeworfen. Noch 2 Tour-Talks. Das war richtig krass, Leute. Wirklich. Der hat sofort zum Porno gedreht mit so Pixeln. Das war richtig krass. Nein, guck mal, es hört jetzt auf. Das ist richtig asozial. Auf jeden Fall, ich habe nicht genau verstanden, was er gesagt hat. Alles, was ich verstanden habe, ist ruhig. Komm, 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 ja. Das war's. Mehr habe ich nicht gehört. Hat er direkt das hier gemacht und so. Das war's. Mehr hat er nicht gemacht. Ne? Das war so Hayashi, sein Sohn. Ne? Das war krass.
Auf jeden Fall hat er dann zu mir gesagt, ey, ihr scheiß Europäer tötet jedes Jahr Millionen Bäume an eurem Arsch vorbei ins Klo. Ihr seid eine Schande für die Menschheit, ne? Ich war so, Bro, entspann dich mal kurz, Delfinkiller, Alter. Warum redest du überhaupt? Bro, du hast den halben Ozean ausgerottet, Alter. Warum redest du überhaupt mit mir, du Penner? Wenigstens können die Bäume nicht schreien, Alter. Aber du, ihr esst sogar den Fisch lebendig. Der Fisch ist doch so, ah, töte mich nicht, bitte nicht. Doch, doch, du bist ein Frische, Frische. Ne? Die, they don't give a fuck, Alter. Das ist wirklich Hostel mit Fischen, ne? Das ist krass. Aber dann habe ich, aber dann wurde es krass. Weil dann habe ich mit ihm so rumdiskutiert, weil du warst ja in Japan, ne? Diese Japaner können sich null mit uns hier vergleichen. Denn was essen die denn den ganzen Tag? Du hast es gesehen. Miso-Suppe, Seetang, Fisch, bisschen Reis. Wenn du sowas isst, am Ende des Tages scheißt du wie Schafe, Leute. Wirklich. Dein Kacken dauert nur 2 Sekunden. Du gehst hin. Oh, ja, 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 ja. Das war's. Du musst nicht mal abwischen. Ein Kniebeuge. So ist Sumo-Ring entstanden. Oh, weg, 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 weg. Das war's. Nächste kommt von hier. Ist wie mit Pac-Man, aber mit Toiletten. Es ist unfassbar. Die scheißen am Fließband, Leute. Wirklich. Manchmal scheißen die einfach im Stehen. Alter, los geht's. Wir haben diesen Geisterschiss. Da musst du natürlich nicht abwischen bei sowas. Aber wenn wir uns hier um 3 Uhr nachts so einen Kebab-Teller reinpfeifen, mit dieser angeblich nicht scharfen Soße. Sobald du diesen Hahn siehst, dieses Huhn auf dieser roten Flasche, weißt du, du bist am nächsten Tag gefickt, Leute, wirklich. Chili Cheese Nuggets, Triple Whopper. Wenn du so eine radioaktive Scheiße frisst und am nächsten Tag dann dieses Hiroshima abfeuerst, da kannst du lang warten mit deinem Dom, 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 Dom. Du brauchst mindestens eine Fichte komplett, Leute, wirklich, eine Fichte. Sonst hast du keine Chance, Leute, wirklich. Ich bin wirklich so froh, hier zu sein, Leute. Bis ich mal gecheckt habe, dass ihr dieses Odor immer nur einfach nur so aus Spaß sagt, Leute. Ich wusste das gar nicht. Wisst ihr, wie schlimm das ist, wenn du zu Leuten hingehst und du versuchst so mit Frauen zu flirten, die so, du bist super attraktiv. Machst du mich an, oder? Und ich so, oder was? Oder deine Mütter, du Penner. Das war, ey, das ist so schlimm, Alter, wirklich. Ich verstehe das nicht. Das ist so geil hier zum Wetten, Leute, wirklich. Du gehst immer hin, ich wette auf den FC Zürich, oder? Dann wartest du, bis die verlieren, oder den anderen Club, du Penner. Dreckiger Wichser. Oder, du Penner. Das ist hammergeil, wirklich. Das ist das Geheimnis eurer Neutralität, Leute, wirklich. Immer wenn irgendwo Kriege waren, Schweiz, ihr macht mit, oder? Ja, ja, wir machen voll mit, oder? Ja, ja. Dann wartet ihr immer, bis die Penner weggehen und dann, oder auch nicht. High five. Du blöder Wichser. Nimmst du das, du Penner. Ihr seid Legenden, Leute, wirklich. Ihr seid der absolute Hammer. Muss direkt hierher ziehen, Alter. Oder. Dann ab und zu Liechtenstein gehen und dann geht's weiter mit Oder, wirklich. Das ist euer Schweiz übrigens, ne? Das ist brutal. Ich wusste das gar nicht. Ich dachte, Schweiz ist das Höchste, was du erreichen kannst. Wie so ein Glurak, aber mit Shisha Minze. Nein, Leute. Liechtenstein ist euer Schweiz. Ich wusste das gar nicht. Und wir Deutschen sind hier bei euch wie bei uns die Bulgaren, Leute. Ich wusste das gar nicht. Und in Liechtenstein seid ihr die Bulgaren. Ich wusste das gar nicht, Alter. Wirklich. Irgendwo. Egal. Das ist brutal, Alter. Was lernen wir daraus? Egal, wo ihr hingeht, früher oder später werdet ihr zu Bulgaren, Leute. Wirklich. Ist egal, wo. Ah, sind hier Bulgaren? Herz auf 200. Keine Bulgaren? Yes! Ich muss mein Testament doch nicht schreiben. Sehr gut. Glück gehabt. Nein, wirklich, Leute, ihr seid so fresh, Alter. Wirklich. Weil ihr seid so ein schönes Land. Wie krass euch die Supermärkte vertrauen, Leute. Wirklich. Ihr habt diese Kassierung, wo ihr selber machen könnt, Leute, wirklich. Ihr kommt rein als Kunde und kommt raus als gestandener Kassierer, Leute, wirklich. Das ist Ausbildung Express, oder? Unfassbar, Leute, wirklich. Ich hab direkt nach Mitarbeiterrabatt gefragt, ne? Ich so, hey, ihr Wichser, ich hab selber gearbeitet, du Penner. Was soll das? Gib mir das Geld. Du blöder Wichser, ne? Hab ich richtig aufgeregt. Ich hab sogar schneller kassiert als die richtigen Kassierer. Ich hab so ein Wettrennen gemacht. Ich so, siehst du, bin 1000-mal schneller als du. Los geht's, Attacke. Ich hab die richtig abrasiert, Leute, wirklich. Und dann ging's los, Alter. Diese anderen Kassierer haben mich richtig gehatet. Diese, guck dir diesen Newcomer-Kassierer an. Puh.
Hat gar keinen Flow, Alter. Du machst das falsch, oder? Ich sage, sorry, ich bin aus Deutschland. Ah, die Ausländer klauen unsere Jobs. Siehst du, der Wichser? Das war hart schlimm. Das war richtig schlimm. Das habe ich auch das letzte Mal hier gelernt, Leute. Wirklich, wir Deutschen hier sind wie die Polen, Leute. Wirklich, das ist unfassbar. Ihr habt richtig den Zähne abrasiert. Und dann war das Krasseste, ich hole hier das Obst, gehe damit sogar zur Kasse aus Gnade. Und dann sagt sie mir, ja, du hast das nicht abgewogen, oder? Ich so, was ist das für eine Drogendealer-Ausbildung, Alter, dass ich hier das grüne Zeug wiegen muss. Du musst das noch in ein Tütchen packen, oder? Jawohl. Und dann musst du es am Bahnhof verkaufen fürs Doppelte, du Penner, ne? In Deutschland vertrauen wir niemandem, Leute, wirklich. Das ist richtig sinnlos. Wir haben auch diese Selbstkassiermaschinen, aber wenn ich das mache, steht der Security so neben mir, Leute, wirklich so. So. Toll machst du das. Sehr gut. Hast du auch Geld, um das zu bezahlen, du kleiner Wichser? Ich so, Bro, das sind 69 Cent, Inflation. Du siehst nicht aus, als ob du Geld hättest, du Penner, 100%. Guckt er mich an, befummelt mich, alles am Start. Und da gibt's kein Wiegen, Leute. Wirklich, hier, ihr wiegt und dann geht ihr mit dem Etikett dahin, wie ich die verarscht hab, Leute, wirklich. Ich konnte nicht widerstehen, es tut mir richtig leid. Wirklich, ich hab so eine Banane draufgelegt, dann das Etikett geholt und dann so ein ganzes Paket Bananen rausgetragen. Ich so, hab ich abgewogen, oder, du blöder Wichser, ne, Attacke. Die eiskalt. Hey, Entschuldigung, Sie haben hier eine Banane vergessen. Ich so, danke dir. Du naiver Trottel, das war der Hammer, Leute, wirklich. Ihr seid Legenden, Leute, wirklich. In Deutschland passiert gar nichts, Alter. In Deutschland legst du das dahin, die wiegen das an der Kasse für dich ab und drücken noch so extra drauf, damit es schwerer ist, Leute, wirklich. Wir haben immer die fettesten Kassierer, die direkt... 100 Euro, du blöder Penner, los geht's, komm her. Dann kommt der Security-Typ wieder. Kannst du das bezahlen, du Penner? Hä? Jedes Mal Interpol. Jedes Mal durchsuchen die mich. Jedes Mal so ohne Grund. So, kommen Sie mal mit ins Security-Büro. Ich so, ja, was wolltest du? Nee, ich wollte gucken, ob du nervös bist. War nur ein Test. Raus mit dir, du Penner. Muss ein bisschen trainieren, du Wichser. Ne? Das war hart schlimm. Und dann war das Krasseste, was ich hier erst gelernt habe. Ich bin seit gestern hier und dort in Japan. Ich weiß nicht, ob ihr dahin geht. Wenn ihr dachtet, unsere Wespen sind schlimm, vergisst die. Das sind japanische Wespen. Ihr wisst, was das heißt. Kamikaze-Flug. Los geht's. Unsere Wespen warten wenigstens hier. Diese Wespen einfach, hui, das war's. Die bleiben einfach auf dir kleben. Das ist krass. Und ich hasse auch die Leute, die immer sagen, hab keine Angst vor der Wespe. Die Wespe hat mehr Angst vor dir, als du vor ihr. Ja, Rack, Alter. Das ist doch keine Angst. Die kommen ja wie auf Koks zu dir. Das ist doch keine Angst. Angst ist weg von etwas. Nicht, ich gehe Kamikaze hin. Hab noch nie eine Frau gesehen, die Angst hat vor Spinnen und dann, oh, Hilfe, eine Spinne, ich hab Angst, ich hab so eine Angst, oh mein Gott, diese Angst, das ist so eine Angst. Das ist doch keine Angst, Alter, das ist Sucht, das ist Kamikaze-Psychopath. Und dann machen die weiter, die sind wichtig, die Wespen, denn die tun bestäuben. Ja, Rack, die machen gar nichts, die Wichser. Wenn die bestäuben würden, wieso sind die ganze Zeit auf meinem Omelette dann? Sind die krankgeschrieben oder was? Was ist das? Ich gehe heute nicht zum Bestäuben. Ich brauche sein Ei von diesem Wichser. Los geht's. Richtige Penner. Es sind einfach nur Fliegen mit so einem albanischen Klappmesser. Mehr ist es nicht. Und so Hooligan Dortmund-Trikot noch oben drauf. Ne? Die so, komm her, du Wichser, nieder mit Schalke, du Penner. Ne? Das war's. Richtig krass. Sind sogar rassistisch dort. Wirklich, das ist richtig krass. Wirklich, die rassistischsten, also Wespen sind schon rassistisch, weil die sich gegenseitig bekriegen, aber die rassistischsten von allen, schon tausendmal gesagt, kannst nicht oft genug sagen. Wenn ihr denkt, wir Menschen sind rassistisch, nehmt euch ein Tier zum Vorbild. König des Rassismus. Es sind Schnecken, Leute, wirklich. Weiße Schnecken haben alle Häuser, Schwarze sind immer obdachlos, Leute. Das ist Rassismus, Leute, wirklich. Das ist Racism. Das ist krass. Wo ist deren Hashtag, Alter, von den Nacktschnecken? Die haben gar keinen. Die brauchen sofort Hashtag Nacktschnecken Lives Matter. Sofort. Während die so hart obdachlos sind. Und wir alle unterstützen das. Wir treten auf eine weiße Schnecke. Oh, auf eine schwarze. Leute, das ist eine Schande, Leute. Was vergleichen wir überhaupt? Ukrainischer Flüchtling, Afghan. Bro, erstmal musst du dieses Problem lösen, Leute. Guck dir das an. Der Brother has no house. Ne? Das ist ein Problem.
Und das Krasseste ist von allen, wenn ihr in Japan seid, du warst ja dort, Englisch, die haben eine Englischallergie, ne? Du warst ja dort. Egal was du machst, du redest mit denen Englisch, der gibt dir sofort eine andere Kamikaze-Attacke, ne? Wirklich. Du hast nur dieses Haus vom Nikolaus als Alphabet, da guckst du drauf, wenn du das nicht kannst, das war's, erledigt, Leute, wirklich. Du arbeitest dann als Toilettenspender, du musst die ganze Zeit so spucken. Das ist keine Chance. Wirklich. Ich so, hey, where's the station? Oh, ein neuer Mitarbeiter, sehr gut. Hier hast du deine Wasserpistole, so, und dann die ganze Zeit schießen, wenn dein Arschloch kommt, du Penner, los geht's. So lange, bis du Japanisch kannst, dann raus hier, du Wichser. Ne, das ist richtig hardcore. Und das Schlimme ist, dass ich voll die unterschiedlich langen Beine habe, Leute, wirklich. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, guck mal. Wenn ich meinen rechten jetzt heben will, der hebt sich nicht. Seht ihr das? Aber jetzt passt auf den rechten auf. Ich verlage jetzt auf den linken, der hebt komplett ab, der Wichser. Guckt euch das an. Es ist 5 cm Unterschied. Ich bin wie dieser Glöckner von Notre Dame. Selbst der mobbt mich, der Wichser, der die ganze Zeit guckt in diesen Krüppel an, Alter. Das ist ja unfassbar. Deswegen seht ihr immer, als ich hochgelaufen bin, ich dachte, ich hätte voll den Swag, ich humpel mein Leben lang, Leute, wirklich. Und immer mein Arzt, ich denke, ich will nicht so cool machen. Wisst ihr, was meine Lösung ist? Arzt 2022, der so, ja, wir kleben dir unten so ein Holzding dran, du Missgeburt. Natürlich, Alter, damit ich von allen gemobbt werde, Alter. Mit so einem Holzding sehe ich aus wie so Lucky Luke auf Hartz IV, wie so eine Missgeburt. Als ob ich nicht genug Geld hatte für diesen zweiten Stiefel. Weißt du, ich hatte noch einen. Ich muss noch sparen, wirklich. Bei sowas müsst ihr immer beide machen. Das ist wie Brusttransplantation. Wisst ihr, was ich meine? Ihr braucht immer beide. Es geht nicht, wenn du die Operation machst und nach der Hälfte hast du kein Geld mehr, Leute. Wirklich, weil das ist schlimm. Hast du so eine Titte, die so wie so ein Luftballon, der keine Luft mehr hat? Und der hier ist einfach wie so ein Wasserballon, der voll aufgeblasen ist. Da musst du immer so die Selfies machen, damit es keiner merkt, wie so ein Bastard. Ja. Grüezi, oder? Das ist richtig schlimm. Ey, ihr wisst nicht, wie schlimm das ist. Wenn ihr ein zu kurzes Bein habt, ihr könnt nie von Leuten wegrennen. Weil wenn dein Bein zu kurz ist und du rennst von jemandem weg, du rennst die ganze Zeit im Kreis, wie so ein Bastard. Du merkst es aber gar nicht. So, ich bin gleich weg. Fuck, er hat mich schon wieder. Ich bin gleich weg. Ah, verdammt, der ist einfach zu schnell. Ne? Das ist richtig schlimm. Und am schlimmsten ist bei mir, wegen diesem Bein zu kurz, ich muss immer darauf achten, dass meine Freunde niemals High Heels tragen durften. Weil wenn die High Heels tragen, sind die sofort größer als ich. Und wenn wir dann Händchen halten durch die Stadt laufen, sieht das aus, als ob sie Gassi geht mit einem Affen. Wisst ihr, was ich meine? Immer so. Und das Schlimmste ist, dass du dann von... Das Schlimmste ist, dass du dann von irgendwelchen anderen hörst, oh mein Gott, sie hat ein Flüchtlingskind adoptiert. Ey, vielen Dank, Zürich, hat mich sehr gefreut. Zurück an ihn. Ja, danke, Bro. Erster Mann, danke dir. Sind Albaner überhaupt heute hier? Kein. Respekt, bester Mann. Wie heißt du? Ich bin Albaner. Wie? Zürich. Ardit? Ardit, Leute, wirklich, das ist der erste Albaner, der nicht klingt wie ein Pokémon, Leute, wirklich, er hat's geschafft. High five, bester Mann, Leute, wirklich. Normalerweise immer so Argon, Drilon, Exxon, Enton, Entoron und du. Und Jugos klingen wie die Weiterentwicklung. Dragan, Dranovic, Akanovic, bester Mann, high five. Bester Du, wirklich. Komm so, machen so Konfetti-Attacke, los geht's, das ist der absolute Hammer. Das ist wirklich geil. Albaner sind hier, seid doch die freshsten Typen. Was sind Türken heute hier? Absolut. Ein einzig. Ach, da vorne, Respekt, der Letzte, die zeigen aufeinander, die tauschen direkt Pässe aus. Die so, jawohl, hier, Attacke. Ich war Kurde, aber jetzt bin ich Türke, los geht's, Attacke, los geht's, High Five, links und rechts, sehr gut. Du bist Türke und du bist? Auch beide Türken, Respekt. Na wirklich, Türken klingen auch immer geil. Die klingen immer wie so Naturkatastrophen. Immer so Orhan, Orkan, Taifun, Vulkan. Das ist wirklich der Hammer. Das ist wirklich brutal hier, bester Typ. Bester Mann. Wirklich. Vulkan ist brutal, wirklich, Leute. Vulkan und sagst du dreimal Dinamiter, dann bricht er aus. Ne? Und dann gibt er dir Punch. Gibt er dir direkt Tokrat-Attacke, ne? Wirklich, das ist der Hammer, Alter, wirklich. Nein, wie heißt du? Burak, sehr gut, Leute. Burak, habt ihr gehört, Leute. Burak, zweimal die Mütter, dann wird er aus Glurak, ne? Dann gibt er dir direkt. mit so. Das ist wirklich Burak halt drauf, Leute. Du bist doch der beste Typ, bester Mann. Wirklich, Leute. Burak mit so Shisha-Rauch-Attacke, ne? Macht er direkt raus. Absoluter Hammer. Direkt Traube-Minze-Geschmack, ne? Das wird ja brutal, gell? Das ist der Beste.